Mal starten, ja. Also, erstmal herzlich willkommen hier zum nächsten Wacker-Gespräch. Heute mit jemandem, der schon seit fast 3 Jahren bei Wacker spielt, Kevin Schulze. Hallo, grüß dich. Hi, grüß dich. Ja, fangen wir mal auch wieder mit dem Pokal an. Mhm. Euer Finalgegner wurde quasi gestern ausgespielt in Weimar. Mhm. Hast du geguckt? Oder? Nee, ich hab die Tage jetzt genutzt, zu Hause mit der Familie zu verbringen und ich habe es dann halt nur durchs Internet erfahren. Und ja, ein bisschen Abstand vom Fußball ist auch nicht verkehrt jetzt nach den ganzen Wochen. Ne? Ja, nochmal, wie bewertest du? Also Erfurt ist euer Finalgegner. Ich sag mal so, wir haben es in der Vorbereitung auch geschafft, die kämpferisch eng zu besiegen. Und ja, das ist dann für uns eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir dann positiv in das Spiel gehen können. Mhm. Dass wir jetzt nicht sagen müssen, okay, wir müssen uns verstecken, sondern das ist ganz positiv für uns. Ja. Es wird ja quasi auch euer Saisonhöhepunkt, das Pokalfinale in Erfurt. Für Erfurt ist es natürlich eine schöne Situation, die spielen zu Hause. Ihr spielt in Erfurt. Ist das Spiel schon irgendwie im Kopf präsent oder noch gar nicht? Oder ist erstmal die Liga noch? Ja klar, die letzten Ergebnisse passen jetzt nicht so. Also es ist keine Konstanz drin, aber wir wollen halt einfach die Saison noch gut zu Ende bringen. Mhm. Und das brauchen wir auch einfach fürs Pokalfinale, dass wir mit einem guten Gefühl dann ins Finale fahren. Mhm. Und von daher sind die Spiele, die jetzt kommen, auch noch wichtig. Ne? Ja. Der Osterhase hat euch quasi dann ein richtig dickes Eins-Nest gelegt gestern in Erfurt. Aber wie hast du Ostern verbracht? Hast du ja gerade schon ein bisschen erzählt, bei der Familie. Genau, also ich bin nach Hause nach Wolfsburg gefahren und ja, einfach mal die Zeit mit Mama und Papa genießen, Freundinnen, Freunde, also mal wieder ein bisschen Energie tanken. Ne? Wie oft kommt das vor, dass du nach Hause? Also Wolfsburg ist ja so 1,5 Stunden entfernt. Ja. Also wenn mal so 2 Tage frei sind, dann fährt man schon mal nach Hause. Ja, und das genießt man dann auch immer. Genau. Ja. Kann man dann zu Hause auch abschalten? Geht das dann? Also gerade auch jetzt mit diesen englischen Wochen? Also nach Niederlagen ist es eher schwer. Mhm. Also da schläft man auch sehr schlecht, muss ich sagen. Und ja, nach Siegen fährt man gerne nach Hause. Mhm. Da hat man eine ganz andere Energie nach Hause. Und von daher ist das immer ergebnisbedingt. Ne? Pierre Becken hat auch schon gesagt, also nach Niederlagen ist es relativ schwierig, so einen Rhythmus auch im Schlaf zu finden. Wie ist das bei dir? Also du hast eben auch schon gesagt. Ja, also das Schlimmste, was für mich ist, ist, wenn englische Wochen sind und wir in der Woche spielen, dann kommen wir manchmal 23 Uhr wieder. Mhm. Dann kann es mal sein, dass ich erst um 4 einschlafe, weil man sich halt so einen Kopf macht, was hätte man besser machen können, woran lag es. Also das ist schon nicht so einfach. Dann, ne? Ist das Gute, dass ihr dann den anderen Tag trainingsfrei habt oder müsst ihr dann doch trainieren? Na, ich sag mal so, also so Auslauf ist jetzt nicht verkehrt für uns, die gespielt haben, ne? Weil du einfach an die frische Luft kommst, ein bisschen gedankenfrei läufst. Und also da ist manchmal ein freier Tag vielleicht auch nicht das Richtige, weil man dann halt einfach in seiner Freizeit an das denkt, was vielleicht eigentlich nicht dahin gehört, draußen, weißt du. Also hast du es lieber hier auf dem Gelände und schließt dann ab, wenn du mit dem Auslaufen fertig bist. Also das ist dann schon eine bessere Situation, ja, quasi, als wenn man dann zu Hause sitzt und grübelt dann vielleicht noch zusätzlich. Ja. Ja. Ostern ist ja auch quasi viel Schokolade und so weiter. Wie war es bei dir? Was hattest du Ostern? Nee, ich bin kein Schokoladenfan so richtig. Okay. Also das hält sich schon im Rahmen. Also da kann ich auch aufpassen. Was war bei dir drin? Ach, ich habe auch normal diese kleinen Schokoladen. Pakete von Milka, die gibt es ja immer und ganz normal. Also bei dir ist da nicht so diese Problemzone Schokolade und nee, gar nicht. Nee. Also da bin ich, toi toi toi, hab ich ein bisschen Glück, dass ich nicht auf meine Figur achten muss. Ne? Gut gesegnet quasi. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie schwer fällt es dir eigentlich, auf irgendetwas zu verzichten? Ja, das ist schon nicht so einfach, ne? Also jeder kennt's, jeder will einen Burger essen, jeder will Pizza essen, aber so 2-3 Tage vorm Spiel ist das halt nicht das Richtige. Also da muss man schon, ne, in den sauren Apfel beißen und vielleicht mal lieber ein paar Nudeln essen. Und, also es ist schon nicht einfach. Ne? Wie belohnst du dich eigentlich, wenn ihr gewonnen habt? Ja doch, da kann man dann sagen, komm, ich hole mir jetzt mal eine Pizza oder ich fahre mal an McDonald's ran. So, also, da bin ich glaube ich nicht der Einzige dann. Ne? Ja. Die Mannschaft muss derzeit auch auf deine Dienste verzichten. Hat sich das schon in Luckenwalde angekündigt? In der 76. Minute, da wurdest du glaube ich ausgewechselt. Genau, also da habe ich dann so einen leichten Sprung gemacht, wollte über Standbein passen. Da hat es mir sofort reingezogen und ich wusste, da ist irgendwas passiert. Und habe ich dann auch gleich angezeigt, dass es nicht weitergeht. Mhm. Habe halt damit gehofft, dass es nur eine Zerrung ist. Aber es war dann etwas Schlimmeres. Aber jetzt müsste ich langsam wieder in den Tritt kommen.
Was war es denn gewesen? Was wurde denn festgestellt? Also es wurde ein leichter Muskelfaser, das ist festgestellt. Und, ja. Das heißt, wie viele Wochen? Nee, also es wurde so gesagt, 15 Tage soll ich eigentlich mitrechnen. Hm. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt die Woche vielleicht wieder auf den Platz kann. Ja. Wie schwer fällt es einem dann, die Füße auch still zu halten? Ja, also jetzt, wenn man draußen sitzt und sich die Spiele anschaut, ja, dann will man schon gerne mitwirken. Ja. Und dann hält es einem auch nicht mehr so auf dem Platz, wenn jetzt eine Chance ist. Und, also es ist schon nicht so schön, kann ich nicht empfehlen. Ja. Wie wurde das behandelt? Also sicherlich Physiotherapie? Genau, also die ersten Tage durfte ich halt gar nichts machen, weil die Flüssigkeit noch zu doll war. Mhm. Und danach habe ich jetzt halt einfach das Physio-Team draufschauen lassen und die behandeln das. Jetzt fange ich langsam an zu laufen, ja. Kann halt nur ins Fitness gehen. Und, ja. Wann rechnest du damit, dass du wieder einsteigen kannst? Ja, also Neustrelitz wäre jetzt, glaube ich, noch zu früh. Hm? Also da, wenn nur auf der Bank und ein paar Minuten, aber da rechne ich auch noch nicht mit. Wenn, auf jeden Fall in den nächsten anderthalb Wochen. Also ich will auf jeden Fall noch ein paar Spiele vor Erfurt haben, dass ich wieder auf einem guten Stand bin. Lok Leipzig wäre ja dann das nächste. Wäre das schon eine Option oder käme das auch noch zu früh? Also ich will, glaube ich, nichts überstürzen, bevor es wieder aufreißt und ich dann zum Pokalfinale fehle, lasse ich es lieber noch ein bisschen und gehe auf Nummer sicher. Das Pokalfinale ist schon so? Ja, klar, da will ja auch jeder spielen. Ne? Also da empfiehlt sich ja jetzt auch jeder dann. Ne? Ja. In der Hinrunde warst du auch verletzt gewesen, auch Muskelfaser. Genau. Wie gehst du eigentlich mit diesen Rückschlägen um? Ja, das Problem ist immer, wenn man denkt, jetzt ist man so weit wieder, dass man fit ist. Ich habe ja davor die 2 Jahre, glaube ich, durchgespielt. Da hatte ich ja gar keine Probleme. Mhm. Und jetzt auf einmal letzte Saison, also in der Hinrunde, da hat es mich einfach rausgehauen und ich bin einfach nicht mehr zurückgekommen, weil ich immer wieder Probleme hatte. Hast du eigentlich schon mal so eine Saison erlebt, wirklich mit diesen Höhen, mit diesen Tiefen, also wirklich in einer Saison, dass ihr da volles Ballett hattet? Nee, bisher noch nicht. Also ich wünsche es auch keinem, aber ist jetzt halt so. Man muss jetzt noch das Beste draus machen. Mhm. Und ja, ich glaube, das versuchen wir als Mannschaft auch. Mhm. Und von daher. Ja. Du bist ja gelernter Außenverteidiger. Mittlerweile findet man dich eigentlich fast überall. Mhm. Also immer, wo gerade irgendwo so eine Lücke ist, spielt Kevin Schulze. Auf welche Position fühlst du dich eigentlich am wohlsten? Also ich fühle mich immer noch wie vorher auf meiner Rechtsverteidigerposition. Linksverteidiger ist jetzt auch nicht das Problem. Mhm. Und ja, wenn der Trainer möchte, dass ich Innenverteidiger spiele, dann spiele ich Innenverteidiger. Also er redet da auch mit mir und sagt, ja, da sollst du spielen, kannst du dir das vorstellen. Und es wäre auch blöd, wenn ich jetzt sage, nee, da will ich auf jeden Fall nicht spielen. Mhm. Also ich will natürlich das Beste für die Mannschaft. Und wenn der Trainer sieht, da kann ich helfen, dann versuche ich da zu helfen. Ja. Was macht für dich, oder was diese Außenverteidigerposition, was ist das Besondere daran? Na, ich bin relativ schnell. Mhm. Das ist halt so meine Stärke und dann kann ich halt von hinten überlaufen. Also ein paar Flanken bringen, kann meinem Vordermann helfen, indem ich vorbeilaufe. Mhm. Meine Ausdauer ist jetzt auch nicht die schlechteste und ja, defensiv, das kriegt man immer schon irgendwie hin und von daher, das macht schon Spaß, wenn man dann da vorne mithelfen kann. Mhm. Aber müssen jetzt eigentlich Kevin Rauhut und Tino Berwig im Tor zittern, dass da vielleicht noch jemand... Ich habe es im Training ab und zu mal angekündigt, aber nee, da müssen sie sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Also da kommt nichts? Nee, da kann nichts passieren. Standest du vielleicht schon mal im Tor, oder? Nee, noch gar nicht. Da war noch gar nichts. Also Feldposition, da bist du, rotierst du immer irgendwo. Genau, aber Torwart, das fehlt noch. Aber da lassen wir... Wer weiß, was im Pokalfinale ist. Die Beine, die machen das schon ganz gut. Ja, das machen das gut. Ja. Apropos Fußballposition, wer hat eigentlich bei dir die Leidenschaft für den Fußball entfacht? Also wie kam das damals? Ja. Ich war früher im Kindergarten und da war ein Vater von einem Mit-Kindergarten-Kollegen und der hat gefragt, ja, willst du nicht mal Fußball spielen? Und damals war ich immer ein Angsthase, ich wollte nicht mitspielen. Ich habe zwar so gerne gebolzt, aber ich wollte nie zu einem Verein gehen, weil ich immer Angst hatte. Und dann kam das irgendwie, dass ich da mitgespielt habe. Und dann kam das halt, dass ich immer bei den Älteren mitgespielt habe, obwohl ich mit der Kleinste war. Also ich war damals noch relativ klein. Okay. Und bin dann erst so mit 14 oder 15 bin ich dann mehr gewachsen. Wovor hattest du Angst? Ich weiß nicht. Also ich kann es nicht sagen. Es ist einfach...
die Angst zu verlieren war, weiß ich nicht. Also man war noch sehr klein. Also, ja. Ja, irgendwie was Alternatives irgendwie vorher mal ausprobiert, andere Sportarten? Ja, ich hab alles früher gespielt. Ich habe Tischtennis gespielt, Basketball habe ich gerne in der Schule gespielt halt. Und ich habe damals auch alles ausprobiert. BMX gefahren, Skateboard gefahren, Inliner gefahren. Also ich habe... Und dann beim Fußball quasi hängen geblieben. Genau, da habe ich dann halt gemerkt, okay, da könnte es vielleicht weitergehen. Ja. Du bist ja in Wittingen geboren, das ist zwischen Uelzen und Wolfsburg quasi. Genau. Das ist so ein Seenort, so 12.000 Einwohner, die ihr da habt. Ja. Und du hast aber Fußball gespielt in Parsau. Das ist so eine kleine Gemeinde da irgendwo. Genau. Das ist ja doch ein paar Kilometer. Wie bist du da mal hingekommen? Ich bin in Wittingen geboren, aber ich komme ursprünglich aus Parsau. Ach so, danke. Genau, also meine Familie wohnt in Parsau. Ja. Und dann konnte ich halt immer mit dem Fahrrad oder zu Fuß halt. Ah, okay. Genau. Ja. Gab es bei dir eigentlich irgendwelche sportlichen Vorbilder? Oder gibt es vielleicht heute noch? Nee, also ich habe jetzt nie jemanden gehabt, der auf meine Position immer gewechselt wurde. Ich bin ja damals zum VfL als Stürmer gekommen. Mhm. Und bin ja dann auch Mittelfeldspieler geworden und dann Rechtsverteidiger. Also du bist quasi von vorne nach hinten gefahren. Genau. Also da. Ah, daher dann auch diese Vielseitigkeit quasi so ein bisschen. Genau, also ich weiß auf jeden Fall, wo ich hinzulaufen muss, wenn ich da spiele. Ja. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm für mich, wenn ich auf einer anderen Position spiele. Wie war das eigentlich? Wie bist du eigentlich nach Wolfsburg gekommen? Wurdest du entdeckt oder hast du selbst gesagt, ich möchte gerne Richtung Wolfsburg? Nee, das war, früher gab es immer noch diese Stützpunkte. Da habe ich dann im Landkreis Gifhorn gespielt und habe dann halt auch bei so Sichtungsturnieren mitgespielt. Da hat dann irgendwann der VfL Wolfsburg angefragt, aber meine Eltern haben es mir nicht gesagt, weil ich muss auch sagen, ich finde es vernünftig, weil mit 11, 12 bringt es mir nichts, wenn ich jetzt nach Wolfsburg jeden Tag fahre und am Ende halt nichts werde. Und dann hat mir meine Mutter, glaube ich, erst mit 14 Bescheid gesagt, war dann auch mit dem Stützpunkttrainer so abgeklärt und dann war für mich, glaube ich, klar, dass ich auf jeden Fall dahin möchte. Hätte eigentlich nochmal zu so einem Probetraining gemusst, ich konnte da aber nicht. Und dann haben die halt trotzdem gesagt, okay, sei am 1.7. einfach da und dann kam das halt mit dem Wechsel zum VfL. Ja, dann bist du quasi dann ein paar Jahre dort gespielt, bis 2013. Ja, glaube ich. Ja, und genau. Hast quasi, was hast du aus der Zeit mitgenommen, für dich selbst auch? Ja, VfL ist natürlich ein überragender Verein, auch für die Jugend. Also, was ich da erlebt habe, das kann ich nur empfehlen, das mal anzuschauen. Also, das ist von Internat bis zur Profiabteilung, ist alles perfekt durchstrukturiert. Und ja, die Erfahrung einfach, ich habe ja dort Bundesliga gespielt, Jugend. Und ja, das kann mir keiner nehmen, ne? Wenn man jetzt nach Bremen fährt, wenn man jetzt nach Rostock fährt und Bundesliga spielt, ist schon ein Erlebnis. Ne? Ja, das hast du quasi für dich dann so ein bisschen mitgenommen. Genau, also die ganze Erfahrung jetzt, wie man Fußball spielt, man lernt ja so viel Taktik da in den ganzen Jugendbereichen. Also von daher, da nimmt man schon viel mit. Ne? Ja. Du hattest, also ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, die ich gelesen habe, du hast unter Felix Magger trainiert und der hat dich quasi wieder zurück in die zweite Mannschaft geschickt. Aber was ist das für ein Gefühl, wenn man weiß, man trainiert eigentlich schon mit den Profis mit und wird dann... Es war auch für den Kopf her sehr schwer. Ich hatte im Winter mittrainiert bei den Profis. Hatte dann Bescheid bekommen, dass ich mit ins Trainingslager fahre. Mhm. Dann war halt Winterpause, dann bin ich mitgefahren ins Trainingslager. Und ja, dann hat er mich nach 2 Tagen oder so, hat er mich dann wieder nach Hause geschickt, ohne Begründung. Und dann habe ich halt den Trainer von der zweiten gefragt, woran es lag. Der konnte es mir auch nicht so richtig sagen. Okay. Und ja, dann habe ich erstmal ein paar Probleme gehabt, ne? Mit dem Kopf her. Weil man erstmal dachte, reicht es jetzt gar nicht mehr oder für was spiele ich dann noch Fußball? Und da habe ich dann auch ein bisschen Probleme gehabt, in der zweiten da wieder den richtigen Stand zu bekommen. Mhm. Aber da habe ich dann auch vollste Unterstützung bekommen vom Trainer, von der Lorenz Günther Köstner war das in der damaligen Zeit. Und der hat mir sehr gut geholfen. Ja. Also quasi das war so dein Anker gewesen, dich da halt wieder hochzuziehen quasi. Genau. Ja. Wir haben ja Spieler, denen geht es quasi hier bei Wacker ähnlich. Also Lukas Scholl oder Janik Günther und so weiter, die haben ja auch schon mal bei den Profis mittrainiert und sind dann auch wieder runter. Ja. Also gibt man dann denen auch so ein paar Tipps, weil man das ja selber auch schon mal macht? Ja, klar. Also man sieht ja, Lukas ist immer bemüht. Mhm. Und wenn er dann nach dem Spiel jetzt mit dem Kopf runter in die Kabine geht, Dann weißt du einfach, okay, dem geht es gerade nicht gut, der weiß, dass er deutlich mehr kann, aber kann es gerade nicht zeigen.
Und ja, ich kenne es persönlich genauso. Ich dachte auch immer, okay, jetzt hast du es geschafft. Dann bist du einen Schritt runtergegangen und dann dachtest du dir, kannst du jetzt überhaupt noch Fußball spielen? Und du zweifelst an deinen eigenen Stärken. Und das braucht halt seine Zeit. Ne? Gibst du auch Tipps an die Jüngeren? Also wie ist das Verhältnis auch mit den jüngeren Spielern? Also gerade auch mit Lukas Scheu, Yannick Günzel, die ja Anfang 20 sind oder ja. Ja, klar. Also man muss ja als Team agieren. Und es wäre ja blöd, wenn ich jetzt keine Tipps gebe und am Ende laufen die bei sich wohin. Also man hilft sich schon untereinander. Vor allen Dingen jetzt auch Felix Schwert, der jetzt von der Jugend hochgekommen ist. Mit dem rede ich sehr viel. Und ja, der nimmt die Tipps halt auch sehr gut an. Ne? Und wie der sich reinhaut, ist ja natürlich dann, das sehen wir dann auch im Spiel. Ne? Ja, da wurde auch schon, Luckenwalde wurde ja auch schon sehr gelobt vom Trainer. Genau. Ja, von welchem Trainer hast du persönlich am meisten mitgenommen? Du hast ja sicherlich auch schon einige Trainer durchgehabt in deiner Karriere. Das war dann schon, muss ich sagen, in der U23 beim VfL, das war dann halt Lohns, Günter Köstner. Der hat immer an mich geglaubt, hat mir nicht so viel den Hintern gepudert, sondern wenn es nicht so gepasst hat, dann hat er mich auch mal ein bisschen runtergeholt. Also von daher muss ich sagen, das braucht man dann auch. Eine vernünftige Hand, die sagt, hier, so musst du es machen und so nicht. Und hast du eigentlich mit ihm noch Kontakt oder zu ihm noch Kontakt? Nee, momentan nicht mehr. Du bist mit 25 Jahren noch relativ jung. Ja. Denkt man da eigentlich schon darüber nach, die Karriere nach der Karriere, oder schiebt man das noch so ein bisschen vor sich her? Ja klar, das ist immer so ein Hintergedanken, so ein, ja, was machst du später, reicht es noch mit dem Fußball? Aber ich sag mal so, man sollte sich erstmal noch aufs Wesentliche konzentrieren. Mhm. Ich bin jetzt hier, habe einen Vertrag und da will ich halt alles reinhauen. Und früher oder später werde ich mir dann schon mehr Gedanken machen müssen. Aber so, meine Knochen halten noch, meine Muskeln jetzt auch ab und zu. Also von daher. Also du schiebst das Thema noch so ein bisschen weit. Ja, auf jeden Fall. Von dir, genau. Quasi. Aber das sieht dann in ein paar Jahren dann sicherlich anders aus. Ja. Ihr habt ja auch ältere Spieler hier bei Wacker. Kriegt man da sowas mit, was die so nebenbei machen? Oder? Ja, man erkundigt sich halt. Ne? Also viele studieren halt nebenbei noch. Und ich habe ja damals auch eine Ausbildung gemacht. Aber das kann ich mir nicht mehr vorstellen, zu arbeiten später. Was hast du gemacht? Ich habe Kfz-Mechatroniker gelernt bei VW in Wolfsburg. Aber mit Autoschrauben möchte ich jetzt nicht mehr so was am Hut haben. Hast du auch abgeschlossen? Ja, habe noch abgeschlossen. Also ich habe das neben dem Fußball sogar gemacht. Aber du hast ja schon mal was in der Hand, auch wenn du es später halt nicht mehr machen willst. Ja, klar. Könntest du jetzt noch irgendwas an Autos machen? Also, ja, aber da bräuchte ich dann auch mal eine Pläne dafür. Das müsste man alles dann vorher besorgen, dass ich dann weiß, was ich machen muss. Ja. Was wäre für dich eigentlich so vorstellbar, was du mal machen willst? Ja, klar. Also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, im Fußball weiterzuarbeiten. So Jugendtrainer habe ich mich halt auch mal erkundigt und habe ja auch meinen Trainerschein hier gemacht. Ja. Und ich könnte mir das vorstellen, das weiterzumachen und vielleicht mal auf jeden Fall wieder zurück in die Heimat, zur Familie und da dann irgendwie was zu suchen. Welchen Berufswunsch hattest du eigentlich als kleiner Junge? Ich wollte wirklich Kfz-Mechatroniker werden. Und dann habe ich es aber gemacht und es war auf jeden Fall nicht das, was ich mir gewünscht habe. Es war sehr merkwürdig. Ich habe gedacht, okay, Autoschrauben wird richtig Spaß machen. Ja. Aber weil ich diese Absicherung hatte mit dem Fußball, hatte ich halt den Vergleich und Fußball hatte mir deutlich mehr Spaß gemacht. Deswegen konnte ich mich dann nicht so aufrappeln in der Ausbildung, dass ich mich dann mehr auf den Fußball konzentriert habe als auf die Ausbildung. Ja. Aber ich habe sie ja trotzdem abgeschlossen und vernünftig abgeschlossen. Also jetzt nicht gerade so, sondern das macht. Also nicht durchgemogelt? Nee, genau. Sondern einfach. Ja. Wie lange hast du in der Ausbildung gehabt? 3 Jahre? 3,5 Jahre. Schon ordentlich. Ja, also es war halt neben der A-Jugend habe ich das gemacht und bin halt morgens um 7.30 Uhr außer Haus, bin dann um 8 Uhr auf Arbeit gewesen, bin dann 15 Uhr von der Arbeit weg, direkt zum Training und das war schon nicht einfach. Abends bist du dann um 20 Uhr nach Hause gekommen, hast auch nicht mehr viel vom Tag gehabt. Das stimmt, ja. Würdest du das jungen Leute heute empfehlen? Also, oder ist es schwierig, das unter einen Hut zu kriegen, so eine Doppelbelastung dann auch? Ja, also man muss es schon wollen. Also wenn man es nicht will, dann hapert es auch irgendwann mit der Motivation, zur Arbeit zu fahren. Weil es gibt halt einfach so viele Fußballer, es kann halt nicht jeder Profi werden.
Das ist halt das Schlimme und ja, das ist halt vielen, glaube ich, nicht bewusst. Die sagen sich, ach komm, ich brauche nicht arbeiten, ich werde eh Fußballer. Aber das klappt heutzutage nicht mehr einfach so. Mhm. Du zählst auch zu einem der Spieler mit Tattoos. Ja. Ja, du hast am rechten Oberarm Unterarm hast du zwei Tattoos. Ich hoffe, ich habe das richtig entziffert. Eins, God bless you, also Gott segne dich. Was hat das für eine Bewandtnis für dich? Nee, ich habe God bless my family. Oder ich. Oder so, ja. Genau. Also ich habe, ich wollte halt immer mit Bedeutung was haben. Mhm. Und das soll halt Gottes Hand sein. Da steht God bless my family, also Gott segne meine Familie. Die beiden Engel sollen halt meine Eltern darstellen, die halt meine beiden Schwestern halten. Ich habe zwei Schwestern. Und ja, dann habe ich hier oben noch Sterne, die halt meine Nichte, Neffe und meine andere Nichte bedeuten sollen. Und ja, also ich wollte immer ein Tattoo auf jeden Fall mit Bedeutung, weil das trägt man halt sein Leben lang. Und also die Familie bedeutet dir schon ziemlich viel. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall ein Familienmensch. Ja. Sind deine Schwestern jünger, älter? Oder? Nee, sind beide älter. Also bist du quasi das Nestkärchen? Ich bin das Jüngste, ja. Das Nestkärchen quasi. Genau. Wie ist das mit so zwei älteren Schwestern aufzuwachsen? Ja, also es war schon... Ja, doch, es war bequem. Also meine Schwestern, die waren halt... Ich war halt der Junge. Mhm. Und der halt immer ein bisschen mehr von der Mama bekommen hat. Und ja, das war halt auch der Vorteil dann beim Fußball. Die konnten mich dann halt auch, als sie 18 waren, dann zum Training fahren oder abholen. Nicht schlecht. Und das war, also da bin ich dann auch sehr dankbar. Ne? Sind die vier was älter als du oder sind da nur so ein paar Jahre dazwischen? Ja doch, die sind, die eine ist 33 und die andere ist 31. Mhm. Also das ist schon ein bisschen... Ja. Ja. Ja, aber das war das bequem quasi. Ja, solche auf jeden Fall. Ja. Ja. Das andere Tattoo, was du hast, ist auch, und das ist ein längerer Spruch, den du da drauf stehen hast, das ist... Es ist nie zu spät, das zu werden, was man hätte sein können. Genau. Stimmt, ja. Ne? Ja, stimmt. Welche Bedeutung hat dieser Spruch für dich? Ja, ich habe halt überlegt, was ist halt so, was kann man sich fürs Leben mitnehmen. Und ja, bevor ich dann irgendwann sage, hätte ich mal. Mhm. Es ist eigentlich trotzdem nie zu spät, es noch in die Hand zu nehmen. Mhm. Also ich kann jetzt sagen, ich kann immer noch zweite Liga spielen. Erste Liga ist jetzt schwer mit meinen 25 Jahren, aber es ist immer noch möglich. Und das muss ich halt eher bewusst machen, dass man seine Ziele nicht einfach aufgeben sollte und immer an sich glauben soll. Ja. Hast du noch weitere Tattoos? Oder? Nee, das ist noch in Arbeit. Also ich will auf jeden Fall weitermachen. Und, also es gibt Überlegungen für weitere Tattoos? Auf jeden Fall. Ja. Hast du schon eine geeignete Stelle dafür? Ich wollte den Oberarm jetzt auf jeden Fall dann voll machen, dass der Arm komplett fertig ist. Okay. Und dann wollte ich andere Körperstellen auch noch in Angriff nehmen. Die ich aber jetzt noch nicht weiß. Hast du schon ein Motiv ausgewählt? Also was ist nee, denn, noch gar nichts. Noch gar nichts. Nee. Ja, vielleicht das der Pokal, wenn wir nein. Ja. Wäre eine Überlegung, oder? Naja, also da habe ich jetzt noch keine Gedanken drum bemüht. Also das weiß ich jetzt noch nicht. Also das eher dann noch nicht? Nee, das ist jetzt nicht. Ja. Aber Pokalfinale ist ein gutes Stichwort. Das ist ja am 21. Mai Himmelfahrt. Was traust du der Mannschaft jetzt noch in der Liga noch zu? So ein bisschen, das Ziel war ja noch Platz 3. Wie realistisch ist das noch? Ich sag mal so, ich glaube, wir wollen jetzt einfach noch positive Ergebnisse, damit auch wir hier ein bisschen Ruhe haben, auch von den Fans. Also wir wollen ja auch nichts Schlechtes für die Fans, das ist ja auch das Ding. Also es kommt immer so rüber, als ob wir den Fans das mit Absicht machen. Und das auf gar keinen Fall. Wir geben unser Bestes und wir wollen auf jeden Fall noch so hoch wie möglich, dass es noch ein beruhigender Abschluss wird. Und ja, wir wollen einfach so viele Punkte wie möglich noch holen. Ja, was bei euch so ein bisschen fehlt, ist diese Stabilität. Also mal habt ihr wirklich richtig gute Spiele dabei, wie gegen Jena, obwohl das verloren wurde. Davor die Spiele, ja. Ja, also es ist natürlich auch jetzt ein bisschen schwer bei einer englischen Woche, nicht nur einer, sondern gleich 3, 4, die 11 zu finden, die auch ja, gesundheitlich gut drauf ist. Und ja, da musst du halt viel rotieren. Und ja, dann trifft es auch manche, die sind halt verletzt, die eigentlich eine Säule sind. Und da musst du die halt auch erstmal ersetzen durch Spieler, die vielleicht so gut wie gar nicht gespielt haben. Für die ist das dann natürlich auch ungewohnt. Ne?
Und wenn du dann immer wieder eine neue Aufstellung hast und neue, ja, wie soll man sagen, Bewegung drin hast oder ganz andere Laufwege, dann ist es natürlich auch schwer für uns, gute Ergebnisse zu erzielen. Ne? Obwohl bei euch in der Rückrunde echt so eine Seuche drinsteckt mit den Verletzungen. Ja. Das hat ja jetzt wirklich auch mit den englischen Wochen so ein bisschen angefangen. Mhm. Das ist ja schon echt gravierend im Moment. Ja, klar. Also das Physio-Team ist natürlich hart am Arbeiten. Also da ist... die arbeiten wahrscheinlich rund um die Uhr, so genau. Wie es im Moment aussieht. Also da ist jetzt nichts mit mal einen Tag frei oder so. Also da muss man dann schon mal 2 Stunden einplanen, nur für Regeneration, weil das schlaucht schon irgendwann. Ne? Und ja... Die Muskeln, die merken das auch irgendwann, wenn du durchgehend nur Spiele hast und kaum Erholung hast. Also da waren, glaube ich, die Ostertage jetzt nicht so verkehrt. Zumal, wenn man auf das Restprogramm jetzt guckt, das genau. Ist ja auch noch gewaltig in sich. Ich glaube, es sind noch mal 3 englische Wochen, die ihr jetzt noch vor euch habt. Ja. Das ist ja... Also und ja, die Gegner, die werden nicht schlechter, ne? Das muss man auch mal sagen. Ja. Aber vielleicht ist das, was wir jetzt brauchen. Also... noch mal ein paar Gegner, wo man sagt, okay, jetzt musst du alles raushauen, weil jetzt geht es einfach, es ist immer wieder das Pokalfinale, aber es geht jetzt langsam drauf hin und da muss man halt auf dem Punkt dann irgendwann topfit sein. Ne? Gegen Jena war ja schon mal eine Steigerung zu sehen im Vergleich zu den anderen Spielen. Ist das dann so ein bisschen, dass man dem hinterher trauert, wenn wir die Leistung auch gegen die anderen Mannschaften abgerufen hätten, wäre vielleicht... was möglich gewesen? Ah ja, gut, hätte. Hätte, genau. Hätte. Ne? Aber ich sag mal so, es war jetzt erstmal wieder ein guter Blick für uns, dass wir sagen, okay, wir können's. Hm? Und ja, da gehe ich einfach positiv dann in die nächsten Spiele, weil man weiß, okay, eigentlich hätte es klappen können, aber Jena war halt eiskalt, also da brauchen wir jetzt auch nicht sagen, dass das Glück war oder so, sondern das war schon verdient. Aber eigentlich könntet ihr ja ohne Druck aufspielen, ihr habt echt nichts mehr zu verlieren. Wieso hat man als Außenstehender so das Gefühl, es ist alles ein bisschen zu kompliziert, wie ihr spielt? Oder welchen Eindruck hast du? Du bist ja jetzt auch Zuschauer quasi in dieser Zuschauerrolle. Ja, ich stehe auch manchmal auf dem Platz und ich kann es auch nicht sagen, woran es liegt. Also manchmal dribbelt man, verliert einfach einen Ball, einfach so und man kann nicht sagen, jetzt... weil ich die Nacht nicht geschlafen habe oder so, sondern es ist einfach momentan einfach der Wurm drin. Also da kann man jetzt nicht sagen, woran es jetzt genau liegt, sondern da muss jeder sich selber hinterfragen, was kann ich besser machen, woran muss ich arbeiten. Und wenn das jeder macht, dann finden wir, glaube ich, auch als Mannschaft dann immer mehr zusammen, dass jeder seine Leistung abrufen kann. Am Sonntag geht es gegen Neustrelitz, das ist ja quasi das Tabellenschlusslicht. Alles andere als ein Sieg wäre ja eine Enttäuschung quasi für euch. Ja, auf jeden Fall. Also ein Sieg ist auf jeden Fall Pflicht. Aber das weiß die Mannschaft auch. Also da dürfte eigentlich nichts anbrennen. Wir dürfen jetzt einfach nur nicht mit dem lockeren Gefühl in die Partie gehen und sagen, das wird schon. Sondern wir müssen einfach jetzt die Leistung, die wir gegen Jena in der zweiten Halbzeit abgerufen haben, wo es auch mal spielerisch sehr gut aussah, die muss einfach stimmen. Und dann sehe ich das Ding eigentlich ganz gut für uns. Das hört sich ja in der Theorie schon mal ganz gut an. Jetzt müssen es die Jungs nur noch in der Praxis quasi umsetzen. Ja, ja. Welches Ergebnis würdest du gerne auf der Ergebnistafel lesen am Sonntag? Am Sonntag? Ja. Da kann von mir aus ein 1-0, Hauptsache wir gewinnen, aber damit auch alle zufrieden sind, soll es glaube ich ein 2-3-0 werden. Und die Stürmer könnten ja auch ruhig wieder treffen. Ja, da ist ja... Da muss man jetzt nicht böse sein, es klappt halt einfach nicht. Und irgendwann löst sich der Knoten von daher. Dann machen die auch noch die wichtigen Tore. Richtig, du hast mal gesagt, ist eigentlich egal, wer die Tore schießt. Genau. Hauptsache, wir gewinnen. Ja. Dann danke ich dir. Kein Problem.